In dem heutigen Technikvideo geht es um den Dieselmotor. Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch erklären, wie ein Dieselmotor aufgebaut ist und wie ein Dieselmotor funktioniert. Leider kann ich hier jetzt keinen Dieselmotor haben, weil diese Motoren sehr groß und sehr schwer sind und ich aktuell leider keinen an der Schule habe. Aber hier jetzt mal den Aufbau und die Funktion. Hier habe ich ein Modell von einem Dieselmotor. Ich erkläre euch jetzt erstmal kurz den Aufbau, bevor ich euch dann die verschiedenen Takte erkläre. Zuallererstes, dieses gelbe Teil, was wir hier haben, ist der sogenannte Kolben mit den Kolbenringen, die dafür sorgen, dass der komplett dicht ist. Und dieser Kolben läuft in einem Zylinder. Das heißt, das sehen wir hier. In diesem Bereich ist er drin und in diesem Bereich läuft er. Der Kolben hat eine Stellung ganz oben und eine Stellung ganz unten. Das sind die sogenannten Totpunkte. Wir haben einmal den oberen Totpunkt. Das ist, wenn mein Kolben ganz oben ist. Und wir haben den unteren Totpunkt. Das ist, wenn der Zylinder ganz unten ist. Der Raum, den er sich hier bewegt hat, das heißt dieser Bereich, das ist der sogenannte Hubraum. Kennt ihr, man spricht bei Autos oder bei Motoren immer von der Hubraumgröße. Da geht es dann darum, wie viel von unserem Lufttreibstoffgemisch hineinpasst. Unten an unserem Kolben ist die sogenannte Pleuelstange drin. Das ist hier dieses rote Teil. Diese Pleuelstange ist hier oben und hier unten locker gelagert. Das heißt, sie kann somit mit Hilfe der Kurbelwelle noch die Auf- und Abbewegung in eine Drehbewegung umwandeln. Das blaue hier unten ist unsere Kurbelwelle. Unsere Kurbelwelle überträgt die Kräfte, die hier entstehen, und wandelt die Auf-Abbewegung in eine Drehbewegung und leitet dabei dann diese Drehbewegung weiter an unser Getriebe bzw. dann an unsere Reifen. Zusätzlich steuert diese Kurbelwelle unsere Nocken. Das sind diese zwei roten Teile hier. Ihr seht, die sind nicht komplett rund, sondern die haben hier eine Nase. Die sind an verschiedenen Stellen. Und durch diese Nasen werden unsere Ventile gesteuert. Diese Nockenwelle können entweder unten sein, dann sprechen wir von unten liegenden Nockenwellen, oder die kann auch hier oben sein, dann sprechen wir von oben liegenden Nockenwellen. Diese wird entweder durch Zahnräder, durch Riemen oder durch Ketten von der Kurbelwelle gesteuert. Hier oben, diese beiden roten Teile hier, das sind unsere Ventile. In diesem Fall haben wir hier ein Einlassventil. Hier strömt Luft rein. Und wir haben ein Auslassventil. Hier strömen dann später unsere Abgase raus und gehen zu unserem Auspuff. Diese Bauteile sind auch bei einem Viertakt-Ottomotor, der mit Benzin läuft, so. Nun kommen wir zu den Besonderheiten des Dieselmotors. Der Dieselmotor hat hier an der Seite erstmal nur einen Luftfilter. Das bedeutet, er saugt von außen Luft an, was in den Brennraum gebracht wird. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich im nächsten Schritt. Auf der anderen Seite hier haben wir einen Einspritzpumpe oder eine Einspritzvorrichtung. Hier wird der Diesel schon vernebelt in unseren Brennraum eingesprüht, eingespritzt. Und hier an der Seite, anders wie bei einem Ottomotor, haben wir hier keine Zündkerze, sondern nur eine sogenannte Glühkerze. Diese Glühkerze benötigen wir nur dann, wenn der Motor kalt ist. Das heißt, zum Starten des Motors verwenden wir diese Glühkerze, die permanent vor sich hin glüht und quasi den Motorraum aufwärmt. Bei einem Ottomotor haben wir eine Zündkerze. Das könnt ihr aber im Bereich des Ottomotors euch nochmal genauer anschauen. Zusätzlich haben wir hier unten eine Ölwanne. Hier befindet sich Öl drin, das unsere Stoffe schmiert. Und hier oben ist dann auch ein Kühlsystem, eine Kühlrippe,
die die Wärme, die dabei entsteht, nach außen auch abführt. Wichtig, bei einem Dieselmotor müssen diese Bestandteile, vor allem hier oben und überall, wo die Explosion stattfindet, sehr, sehr stabil sein. Noch stabiler wie bei einem Ottomotor, denn hier wirken noch stärkere Kräfte. Das heißt, ich muss hier dickeres Metall verwenden, wodurch mein Motor natürlich auch schwerer wird. Nun haben wir die Einzelteile mal geklärt und kommen jetzt zu den vier Takten des Dieselmotors. Dann kommen wir jetzt zu den vier Takten des Dieselmotors. Erster Takt, das Ansaugen. Im ersten Takt, der Ansaugtakt, bewegt sich der Kolben von oben nach unten. Dabei öffnet sich das Einlassventil und Luft kann in den Zylinder einströmen. Dabei strömt nur Luft rein, nichts anderes. Das ist schon der erste Takt. Zweiter Takt, der Verdichtungstakt. Dabei geht mein Zylinder vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt. Beide Ventile sind geschlossen. Hierbei ist die Luft, die jetzt in unserer kompletten Kammer ist, wird nun verdichtet. Das heißt, sie wird zusammengedrückt, zusammengepresst. So, dass sich jetzt hier die Luft weniger Platz hat. Die Luft kann nirgends anders hin, da hier alles komplett dicht ist und zu ist. Daher wird die komplett zusammengedrückt. Wenn wir Luft oder allgemein Gase komprimieren, sagt man dazu, das heißt zusammendrückt, dann erwärmen die sich dabei. Meine Luft wird dabei so zwischen 600 und 700 Grad heiß. Diese heiße Luft befindet sich nun hier in diesem kleinen Raum und natürlich auch in diesen Bereichen noch, wo sie wirklich zusammengedrückt und heiß ist. Das passiert beim zweiten Takt. Beim dritten Takt, dem Zünden und Arbeiten, befindet sich nun die heiße Luft hier oben, schon gesagt, 600 bis 700 Grad hat diese, und in diesem Moment wird durch meine Einspritzung Diesel in ganz, ganz feinem Nebel hier reingesprüht. Mein Diesel entzündet sich bei dieser Temperatur. Das heißt, das Gas wird reingespritzt, das Diesel, und es entzündet sich, es kommt zur Explosion, das Ganze dehnt sich schlagartig aus. Durch diese Ausdehnung wird mein Kolben nach unten gedrückt, denn mein Gas möchte hier jetzt wieder mehr Platz einnehmen. Das ist der sogenannte Arbeitstakt. Hierbei wird extrem viel Energie frei, die durch meine Pleuelstange umgewandelt wird in eine Drehbewegung und von meiner Kurbelwelle weitergeleitet wird an mein Getriebe bzw. an meine Räder. Das war der dritte Takt, der Zündungs- und Verbrennungstakt. Nun kommen wir zum letzten Takt, das Ausstoßen. Der Kolben bewegt sich wieder vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt. Dabei öffnet sich das Auslassventil und das Gas, das verbrauchte Gas, kann nach außen strömen und geht zu unserem Auspuff dann nach draußen. Das sind die vier Takte. Wir beginnen nochmal vorne. Wir haben das Einlassen, das Einströmen. Hier kommt Luft hinein. Der Kolben bewegt sich wieder nach oben. Wir haben die Verdichtung, das Einspritzen des Diesels und zeitgleich Zünden. Der Kolben wird nach unten geschlagen. Das Arbeiten und unser letzter Takt, der Kolben geht wieder nach oben
und drückt durch unser Auslassventil die verbrauchten Gase wieder heraus. Das waren die 4 Takte des Dieselmotors. Das war jetzt das Video zum Aufbau und der Funktion des Dieselmotors. Wie gesagt, leider habe ich keinen hier. Das heißt, hierzu gibt es leider kein Demontagevideo. Eventuell liefere ich das aber noch nach. Was ich euch aber auf jeden Fall noch verlinkt habe, ist das Video zu den Vor- und Nachteilen des Dieselmotors. Denn auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede und Vor- und Nachteile. Schaut sie euch doch auch noch an. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.